Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Wir haben jetzt gerade die nicht so Geheimwaffe von Nakayama zerlegt. Bleibt wohl noch der Nakayama selber. Weiß nicht, ob das jetzt schon der Bosskampf war oder ob noch der richtige Bosskampf bevorsteht. Ging erstaunlich gut. Gut, das war dann wohl der Endkampf. Schön. Guck mal, was es hier Schönes gibt. Erstmal den Abspann, würde ich sagen. Jawohl. Ja, auch das werde ich dann hier mal wieder abbrechen. Hier sollten wir eigentlich dann doch ein paar bessere Waffen finden. Okay, bei den Granaten ist mal nichts dabei. Neuer. Ah ne, doch, ich dachte gerade. Nee, der ist doch nicht so toll. Die haben halt keinen Elementarschaden. Das können wir brauchen, um Leute zu killen, die es verdient haben. Nimm's mit. Da hinten nimmt man noch was Schönes. Ah. Weil das lohnt sich auch zum Austauschen. Ach ja, die Pistolen. Vielleicht eine schöne Säurewaffe. Hui, noch Mondstein. Extra Raketenwerfer, ja gut. Noch austauschen. Da haben wir doch eine schöne Säurewaffe. Wunderbaren Granatwerfer. Wo das Inventar jetzt doch mal voll ist. Ja,
Das mit Q war das Wegwerfen. Okay. Weg. 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 Der Rest... Ah, die Anpassung könnte ich mir mal reinhauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Geht so. Gleichen Schaden, aber bessere Werte. Ich denke, dann hätten wir hier soweit alles. Wäre noch eine Granate. Toll. Ach ne, hier. Das habe ich ja noch ganz übersehen. Ja, wie gesagt, zumindest ein paar nette Sachen dabei. Das war jetzt auch unserem Level angepasst und nicht überlevelt wie bei den letzten beiden DLCs. Ja, ich glaube, dann können wir die jetzt auch abschließen. Wir haben jetzt halbe Folge lang nur Waffen eingesammelt. Oh, hier bin noch Lebensenergie. Hep. 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 Hast du alles? Oh, ich denke schon. Gut. Dann jetzt zurück zur Grotte. So, Herr Hammerlock, wie sieht's aus? Du hast Nakayama getötet, seine Monstrosität vernichtet und Pandora aufs Neue gerettet. Tolle Arbeit, Schätzchen. Yay. Jawohl. Errungenschaft freigeschaltet. 9. Kopf. Und einen neuen Level auch noch. Sehr gut. Was hatte ich jetzt nochmal geskillt? Weiß es gar nicht mehr genau. Das mit der Granate war auch ziemlich scheiße, soweit ich weiß. Ein bisschen Explosivschaden kann ja nicht schaden. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Hätten wir das, dann geht es jetzt ab zum letzten DLC. Und zwar dem Tiny Tina DLC. Und wie gesagt, ich bin echt mal gespannt. Der soll halt echt gut sein. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus. Ich rüste mich, glaube ich, hier nochmal. Oder ich mache, glaube ich, nochmal einen kurzen Abstecher nach Sanctuary. Hep, hep, hep.
war denn hier Sanctuary? Da. Ich warte gerne auf mein Essen. Nochmal. Ja. Nicht aufhören! Ja, und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt was finden. Also ich... Vielleicht habe ich ja noch genug, um... Ach komm, jetzt gebe ich hier auch meinen letzten Schlüssel mal aus. Das ist jetzt der letzte DLC. Zack. Jawohl. Verkaufe ich es, ist zumindest gut was wert. Obwohl, ich könnte sie eigentlich behalten. Ich habe ja noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, wird das hier eine reine Sammel- und Verkaufsfolge. So wie ich das einschätze. Yep. Ja, Shotgun liebend gerne. Ja, immer noch nicht genug, schade. Rucksack, da komm, dann gehe ich mir noch einen Rucksack-Upgrade holen. Und noch ein bisschen was an den Assault Rifles. So. Dann gucken wir unten mal noch wegen Waffen. Waffen, wundervolle Waffen. Nö, erstmal nicht so. Okay, verkaufen wir. Die behalte ich. Die kann weg. Die kann weg. Da müsste ich nochmal gucken. Ich glaube, die kann auch weg. 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 So. Ich steige auf! Ich glaube, das können wir auch alles mal raushauen. So, sehr schön. Dann holen wir noch eine Runde Muni. Oh, die haben wir sogar schon voll. Praktisch. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht hier, die Waffe. Mal gerade gucken, machst du jetzt auch... Okay, die macht halt auch keinen Elementarschaden, aber ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, dann würde ich sagen, machen wir heute mal etwas früher Schluss und so eine Minute früher. Und dann hau ich gerade mal noch die Anpassungen raus. Zack, zack. Ja, und dann können wir uns beim nächsten Mal frisch mit dem Tiny Tina DLC beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.